Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Echo. Oh mein Gott, ihr Lieben, es ist vollbracht. Ich habe übrigens nichts mehr zu essen im Gepäck und meine Spitzhacke ungefähr 20 Milliarden Mal repariert in den letzten gefühlten Stunden, die ich hier verbracht habe, um dieses immense Lager unterzukriegen. Ihr seht schon, also hier ist nichts mehr drin. Ich hatte vorher hier, glaube ich, noch zwei, drei Lager zwischengeparkt. Genauso wie ich das auch hier gemacht habe. Es ist alles raus. Es ist einfach alles komplett weg. Und jetzt zeige ich euch mal eben. Und hier draußen habe ich aber noch ein paar Lager, wo ich jetzt tatsächlich ein paar verarbeitete Steine gelagert habe. Aber es ist gar nicht so viel, wie ich dachte, das übrig bleibt. Hier Steine und noch ein bisschen Holz und ein paar Sachen sind noch übrig geblieben. Und jetzt zeige ich euch mal dieses riesengroße Lager unten. Oh Gott, Achtung. Here we go. Das ist das Lager. 11 Dinger hoch, 11 Kästchen hoch und 12 mal 12 unten. Ich habe hier noch eine kleine Treppe. Das ganze Zeug habe ich hier ausgehöhlt. Das hat 1000 Jahre gedauert. Und vor allem, pack mal den ganzen Kram dann irgendwo anders hin. Ne? Du musst das ja auch irgendwo zwischenlagern. Und da habe ich dann einige klassische Lager verwendet. Und es ist heftig, wie viel hier reinpasst. Also erstmal sind die Stacks um einiges größer. Das ist im Prinzip auch das, was ich rausgeholt habe aus den hier aus diesem Zwischending. Also aus diesem, ne, wo das Lager jetzt steht, was wir jetzt verarbeiten können. Es ist einfach insane. Die Reichweite ist definitiv auch weiter als die bei den anderen Lagern. Und man kann hier so rumlaufen und das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ey, ob ich mir das nochmal antue, keine Ahnung. Leute, mir ist erstmal aufgefallen, wie heftig anstrengend Echo ist, wenn man hier alleine spielt. Weil solche Sachen sind so ein Zeitaufwand, das ist heftig. Also wenn ich das hier noch länger alleine spiele, muss ich auf jeden Fall mal zu ein paar Hilfsmitteln greifen, denn es gibt ja tatsächlich auch für Echo, das wusste ich noch gar nicht, gibt es ja auch eine Modding-Seite, wo ein paar Mods hinterlegt sind, die einem das Leben so ein bisschen erleichtern. Ne? Und ich glaube, darauf werde ich dann in Zukunft wohl mal zurückgreifen, mal gucken, ob es ein bisschen besser wird. Wie zum Beispiel so, wie so eine Mod, die dafür sorgt, dass wenn du hier meinst, also Steine abbaust, dass du automatisch die abgebauten Steine ins Inventar ziehst. Ja. Oder dass du gegebenenfalls die Stacks erhöhen kannst, vergrößern kannst, einfach mehr Steine dann zum Beispiel tragen kannst und solche Sachen. Ne, dass du denn irgendwie, es gibt hier wohl auch so einen Glückfaktor, den man hat, je höher und je höherwertiger die, die Werkzeuge sind. Und dass man dann quasi mit einer Mod immer Glück hat und die Steine dann auf einmal dann kaputt macht zum Beispiel. Ne? Oder eine Schaufel, die einfach mehr tragen kann als eine normale Schaufel oder sowas. Als ob halt mehrere Leute dann quasi daran arbeiten, wenn ich das halt alleine mache. Also das war echt hardcore. So, jetzt haben wir aber den ganzen Kram hier drin und der ist komplett voll. Und jetzt haben wir natürlich hier auch Unmengen an Lehm. Ich glaube, das ist noch nicht mal alles. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Wir haben, glaube ich, noch mehr Lehm gehabt. An dem bisschen Lehm habe ich irgendwie draußen aus Versehen in die Weltgeschichte gelegt da vorne. Das ist nicht nur Erde. Also das war, ich dachte, das wäre Erde und ich habe Lehm dahin gepackt. Das muss ich irgendwann wieder abbauen. Aber wir wollten ja auch Pottery lernen, ne? Und dafür brauchen wir ja Lehm. Und dann können wir so Dekoartikel machen. Das möchte ich natürlich gerne machen. Aber bevor wir das tun, werden wir zuerst einmal das Dach fertigstellen. Warte. So, hier ist Ziegel aus Kalkstein. Ich habe noch ein paar. Ich versuche jetzt, das Dach fertigzustellen. Ist mir wichtig, ja. Und Henrys Vorschlag habe ich jetzt erstmal angenommen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gezeigt hier, ne? Breche ich mir was? Ich habe jetzt hier erstmal so ein klassisches Schild gemacht. Warte, ich muss noch mal kurz runter. Ich glaube, ich breche mir ja hier nichts. Ich hätte eigentlich einfach runterspringen können. Und zwar, wenn man hier so steht. Super coole Idee, guck mal. Da steht jetzt erstmal nur Fabrik dran. Das können wir natürlich noch verändern. Ich glaube, es gibt auch noch helle Steinschilder, die würde ich dann eher nehmen wollen. Und da können wir ja auch mehrere nebeneinander stellen und dann richtig schönen Namen hinpacken, wie unsere Fabrik dann heißen wird. Aber die Idee ist super klasse. Die übernehme ich auf jeden Fall. So, ne? Also der äußere Rand ist quasi weg.
Und ich habe die Dachteile dann schon mal hier so verbracht. Und ich hoffe jetzt, dass das Zeug, was wir haben, reicht, um den Rest hier noch hinzupacken. Und wir werden dann hier vielleicht noch so ein bisschen ein paar schicke Sachen noch hinstellen. Und hier drauf kommen ja dann die Windmühlen. So, und jetzt machen wir erstmal das Dach fix fertig, bevor ich hier komplett durchquatsche die ganze Zeit. Hier machen wir das Dach jetzt fertig. Moment, ich muss noch mal kurz den hier auswählen. So ist gut. So. Hallo. Was hast du getan? Achso, ist schon wieder alle. Naja, ein paar Stacks habe ich ja. Oh Gott. Oh Gott. Nein, geh runter von der Treppe. Leiter, meine ich. Hallo. Das ist ein bisschen. Ich freue mich schon sehr auf den Fahrstuhl. So, und das hier wollte ich jetzt aber nicht alleine machen. Da wollte ich euch dabei haben, wie ich hier das Dach langweilig aufbaue. Ja. Um dann später zu gucken, wie wir das mit den Windmühlen machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das laufen wird. Was zum Teufel? So. Ich glaube, das Problem war, wenn ich jetzt hier so klassische Wände nehme und die hochstelle und da dann die Windmühlen ranmache, verdrehen die sich immer. Müssen wir mal gucken, wie das nachher so funktioniert. Bin ich schon sehr gespannt drauf. So, 15. Habe ich hier eigentlich noch mehr von denen? Hier sind auch noch Kalksteindinger. Die nehme ich doch gerne daraus, um diese Sachen reinzutun. Dieses Lager ist tatsächlich voll. Es ist unfassbar. Aber es ist, wie es ist. Aber wir werden ja nach und nach eh noch mehr Gebäude bauen. Insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Und vielleicht reicht unser großes Lager dann erst einmal. Ich habe ja noch ein zweites gebaut, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Was war hier gerade? Oh Gott. So. Okay, auf jeden Fall sollten die Kalksteine reichen. Die werden diesmal reichen. Top. Ich habe auch, wie gesagt, dann hier ganz viele von den roten, von den Ziegeldingern auch noch gebaut. Hallo. So, ein Stack noch. Und dann ist das Dach erstmal soweit ready. Ich doch nicht. Warum geht denn das manchmal und manchmal nicht? Jetzt haben wir. Sehr gut. Okay, ich werde jetzt Folgendes machen. Wir müssen jetzt einmal gucken, was Windmühlen kosten, weil zwei haben wir ja. Und wir nehmen. Kann ich nicht die Kalksteine sogar dafür nehmen.
Ist das vielleicht eine gute Idee, die Kalksteine zu nehmen, wenn wir das Dach hier oben schon haben? Was ist, wenn ich hier diese Dinge ersetze? So. Oder ist sowas vielleicht besser für die Windmühlen? Weiter hoch komme ich nicht. Dass ich die da denn dran machen kann. Ich würde sie aber noch einen höher setzen, tatsächlich. Ich lasse sie mal hier und hol mal die Windmühlen rüber. Und dann überlegen wir uns mal, was wir nehmen. Oder gucken erst mal, wie das aussehen würde. Oder habe ich die nicht schon abgebaut? Wo habe ich denn die hingeschmissen? Es gibt übrigens auch noch Mods, ne, wo man Tiere züchten kann und solche Sachen. Habe ich gesehen. Also das hört sich alles mega super interessant an. Wo sind die Windmühlen? Ich habe halt gar keinen Plan gerade, ne? Wo habe ich die hingeschmissen? Habe ich die hier? Ich hatte sie schon da. Na toll. Was haben wir sonst noch so für Gerätschaften? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das draußen aussieht, wenn ich da so ein Dings an die Seite. Das sieht voll kacke aus. Man könnte es aber anders gestalten. Ich würde aber eher die roten Steine dafür nehmen, wenn ich ehrlich bin. Also ja, wir haben ein helles Dach obendrauf. Was ich prinzipiell gut finde, aber wenn wir jetzt hier weitermachen, müssen wir das so gestalten wie auf den unteren Ebenen hier, wie hier an der Seite. Das hier. Und dann so eine Art Zinne bauen, aber aus dem roten Stein. Ne? Ich glaube, sonst war das nichts hier. So, guck mal, die Dinger brauchen wir. Heißt aber nicht, dass wir nicht das hier nehmen können für die Mühlen direkt auf dem Dach. Ich hätte zwar lieber was Dünneres. Ich hätte lieber was viel, viel Dünneres, aber na, mal gucken. Ich nehme einmal rote Steine noch mit. Oder nehme ich vielleicht ein kleines Lager mit? Haben wir noch ein kleines Lager, was ich oben hinstellen kann? Also wirklich ein kleines Lager. Geht das? Großes Lager. Lager mit. Ja, ich nehme ein großes Lager. Ist okay. Wir nehmen das große Lager. Aber ich weiß nicht, ob ich von oben auf das Ding hier zugreifen kann. Müssen wir mal gucken. Wir gucken mal. So. Oder kann ich. Ich könnte auch hier nochmal so ein Zwischenlager setzen. Dann steht das oben nicht im Weg. Und dann machen wir hier die Dinger rein. Das ist gut. Und oben stellen wir uns den Wagen hin. Den ganz kleinen Wagen. Den stellen wir uns hier hin, hier hinten. Wieso habe ich hier Türen? So. Und der Wagen kommt klar. So, okay. So, lass mal gucken. Ich nehme jetzt vorzugsweise ich packe mir mal hier so eine Leiter hin. Wir fangen, glaube ich, auf der Ebene an. Genau hier, würde ich fast sagen. Nehme die nochmal mit. Ab, meine ich. Mach die nochmal weg. So.
Machen wir hier die erste Mühle. Woher komme ich nicht? Toll. Das heißt, ich mache mir jetzt hier eine Treppe. Hier hoch. Setze den. Mach mir noch eine Treppe. Und setze noch einen rauf. So. Die Höhe müsste eigentlich reichen, oder? Ne, die müssten noch einen höher, glaube ich. Mal noch mal. So, dann setzen wir da noch oder vielleicht noch zwei rauf. Bin unsicher, wie groß das sein muss. Wir gucken mal auf der 6. Oh ja, oder? Das ist doch eigentlich ganz gut, finde ich. Schau mal. Und dann können wir hier, wir müssen, wie viele? Eins, zwei. Da muss frei bleiben. Also drei müssen dazwischen frei bleiben. Und dann können wir den nächsten. Den nächsten können wir. Eins, zwei, drei. Müsste hier, ne? Das gefällt mir aber so nicht. Oder ist das scheißegal? Kann ich einfach hier einen hinsetzen? Und dann genau hier auch noch einen. Da müsste es genau passen. Symmetrie. Sehr gut. Geh darauf. Mist. Soll hier noch einen hin? So. Und dann machen wir hier auch gleich noch einen ran. Aber da sehe ich natürlich nichts. Na gut. So. Okay, wir können das machen wie bei Minecraft. Alles klar. So, dann kommt hier noch die nächste Mühle ran. Hier dran. So, dann gucken wir gleich mal, wie das von unten aussieht, ne? Block bei Lexan. Achso, ich bin also, ich blocke also. Hallo. Jetzt.
Okay, dann gucken wir gleich mal, was es kostet, noch mehr Mühlen zu bauen. Aber erstmal gucke ich, wie das aussieht. Let's go. Wir können halt das ganze Dach vollballern damit. Und an der Seite machen wir dann noch so ein bisschen ein paar Zinnen. Ich weiß nur noch nicht, auf welche Weise, aber vielleicht machen wir einfach ja, wir probieren das mal kurz aus. Ich will mal gucken, wie das aussehen würde, wenn ich da Zinnen hinmache. Oh, renne ich jetzt hier rein? Nee, geht, ne? So. Wir nehmen dafür diese roten. Und dann probieren wir mal auf der 4. Mache ich das? Keine Ahnung, ob das gut aussehen wird. So, und dann machen wir in die Mitte. Also entweder machen wir genau das dazwischen, was ich nicht so gut finde, oder wir setzen einfach eine Wand dazwischen. Was auch nicht cool ist, weil die irgendwie offensichtlich die Sachen nicht miteinander verbindet. Vielleicht können wir einfach diese Dinger nehmen. Funktioniert auch nicht. Wie nervig. Und die auch nicht. Ich meine, ja, es würde von außen wahrscheinlich aussehen wie Zinnen, aber. Was ist, wenn ich das hier mache? Genauso kacke. Wie wäre es, wenn wir gar nicht diese nehmen, sondern Quadrate? Denn das hier? Dann sind die ja zusammen. Was ist, wenn... Moment. Wir nehmen... Doch, Quadrate war eigentlich richtig. Wir können ja probieren, was wir wollen, ne? So, und dann machen wir... Das nehme ich eh wieder weg, weil hier kommen ja Schilder hin. Hier diese Dinge dazwischen. So. Hier auch. Und dann fehlt hier so ein, keine Ahnung, warum das jetzt hier so komisch aussieht. Und dann wäre das auch so eine Art von Zinne, oder? Lass mal gucken. Autsch. Ach ja, guck mal. Ist das gut? Jetzt meine nächste Frage. Kann man das? Ist das okay? Vielleicht machen wir nur so eine Dreierschildkombination. Und ich würde gerne so ein helles Schild haben wollen. Und zwar folgendes. Das habe ich nämlich hier gesehen. Das habe ich hier ge... War das hier? Ja, ich glaube, das war hier. Hier gab es so eine Schilder. Hier. Steinziges Schild, groß hängen, groß stehen. Davon möchte ich gerne 3 Stück haben. Beauftragen. Kann ich das noch switchen? Rotes Schild. Und Steinziegel. Ich glaube, es ist egal, was ich nehme, oder? Die sind, glaube ich, oder sind die rot dann? Ich probiere mal das hier. Herstellen. So. Sollte nicht allzu lange dauern. Und dann machen wir da ein paar Schilder hin. Aber ich glaube, das mit den roten Dingern, wie so eine, die Zinnen, das sieht schon aus wie Zinnen, ne? Hat was. Dazwischen das Schild und dann ziehen wir das einmal komplett rum.
Und da drin sind dann die ganzen Dinger. So, warte mal. Jetzt laufe ich mal, bevor, ne, während er das Schild hier baut, möchte ich gern. Ich habe gleich nichts mehr zu essen. Das ist ein Problem. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Sachen abbauen. Möchte ich gern eine Sache prüfen. Hallo? Macht der die Tür nicht auf? Was davon braucht Strom? Du, ne? Stromnetz, genau. Dich nehme ich mit. Du brauchst auch Strom. Habe ich für alles Platz? Nein, habe ich nicht. Nehme erstmal das mit. Möchte gucken, ob das überhaupt funktioniert, wenn ich das jetzt. Egal, wo ich es hinstelle, ob das jetzt allgemein funktioniert, möchte ich jetzt gerne wissen. Die Pochmühle. Stromnetz hat nicht genügend mechanische Leitungen. Das heißt, ich kann das jetzt hier nicht verwenden. Weil es zu weit weg ist. Wenn ich das hier reinschmeiße, Zwischenlager, kann ich hier zum Beispiel die Sägebank hinmachen. Hier habe ich Leistung. Also in dem zweiten OG könnte ich es machen. Hier könnten wir diese Gerätschaften hinstellen, obwohl ich das eigentlich unten in der Mine haben wollte. Aber nun gut. Ich stelle mich da jetzt nicht so an, ne? Jetzt geh doch da runter, bitte. So, ich brauche eben fix die Schilder. Wenigstens eins hätte ich gerne zum Gucken. Okay, cool. Steinziegel groß stehend. Und ich weiß noch nicht, wie wir es nennen. Drei. Wie rum muss ich es stellen? Können hier eins hinstellen? Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, also 1, 2, 4, 5. Und dann könnten wir hier das erste Schild hinmachen. Das sieht kacke aus. Ich wollte ein weißes Schild. Jetzt habe ich. Oh nee! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich wollte ein weißes Schild. Ich wollte so ein Schild. Oh Gott, das sieht. Oder? Ah, jetzt ist das noch nicht mal symmetrisch, ne? Das ist ganz grauenhaft. Ich hätte gerne noch ein größeres, aber irgendwie, Also, das waren auf jeden Fall die falschen Steine. Ich habe jetzt nicht diese hier genommen. Ach Gott. Warte, ich muss mal einmal wenigstens probieren. Steinschild groß stehend. Ja, guck mal hier. Kalkstein. Herstellen. Come on, einmal. 1 Minute 15. Ich werde mal das weiße Schild noch daneben stellen. Ich muss nur kurz was essen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen was hier. So. So, das hätte ich jetzt gerne. Dann stellen wir das mal daneben, machen in der Mitte
noch eine Zinne, also so ein, ne, so ein Balken rein oder irgendwas. Und dann die Außenfront nochmal. Dann gucken wir mal, wie das von vorne aussieht. Das interessiert mich jetzt. Das möchte ich jetzt gerne noch einmal sehen, bevor ich hier zum Ende komme heute. Also, das heißt, wir werden dann auch beim nächsten Mal noch ein paar mehr Windmühlen bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das hier? Windmühle? Waren die hier drin, ne? Nee, die waren woanders, oder? Die waren, glaube ich. Die waren, glaube ich, hier. Come on, hier, Windmühle. Wir brauchen nur Massivholz, wir brauchen Stoff. Ach ja, Stoff brauchen wir. Das holen wir auch noch rüber. Alles, das geht, das geht, das ist kein Problem. Und dann machen wir das ganze Dach voll mit Windmühlen. Und dann haben wir erstmal Strom. Allerdings haben wir von der Reichweite her ist jetzt nicht so gut, ne? Also bis hier unten kriegen wir keinen Strom. Vielleicht kann man irgendwie Kabel legen oder sowas in der Form. Das wäre dann vielleicht, dass man es das irgendwie verteilen kann. Ich könnte wetten, das funktioniert. So. Ah, hier sieht man die Farbe Grau und Weiß. Alles klar. Alles klar. Okay, lass gucken. So, dann haben wir die graue Variante und dann packen wir hier die weiße Variante hinter. Und das Ding nenne ich mal kurz Lexan. Und dann machen wir mit den roten Steinen. Nein, das wollte ich nicht. Mit den roten Steinen. Einmal das. Hier dann auch. Und dann noch mal das dazwischen. Da ist das mit den Zinn erledigt. Und so, jetzt müssen wir entscheiden. Welche Farbe sieht besser aus von den Schildern? Ihr müsst das entscheiden, liebe Zuschauer. Ich glaube aber in der Mitte sind die, die fallen kaum noch auf, die Dinger. Also die Schilder sind nicht geil, ne? Die gefallen mir nicht so wirklich. Aber wenn wir da jetzt noch ein paar Lampen ranbasteln und so, ne, so ein bisschen hat es was. Was meint ihr? Wie findet ihr dieses? Huch, sorry, ich wollte eigentlich ein Bild machen, aber das mache ich dann später. Wie findet ihr diese Optik? Wir würden es einmal rumziehen und dann wäre die Fabrik quasi von oben fertig. Da kommt noch eine dritte Windmühle in die Mitte, ne? Und dann sieht das gleich noch mächtiger aus. Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.